Können Sie sich erinnern, als Sie das erste Mal in Auschwitz ankamen? Ja, das war schon Abend. Und dann hat es geheißen, schnell, schnell. Die SS hat geschrien, die Hunde haben gebellt, Schläge hat es gegeben. Oh je. Und dann musste man sich aufstellen auf der Rampe. Die nach links, die konnte arbeiten, die nach rechts, die kamen ins Gas. Wussten Sie das damals? Nee, ich habe nie gewusst, dass es in Polen KZs gäbe. Das habe ich gewusst, weil die Tante hat uns Briefe geschrieben. Und die haben wir dann gekriegt. Und dann blieben die auch aus. Nichts mehr gehört. Und das war schon schlimm. Ja, und dann kam er, wurde man dann eingeteilt, musste ich in einen Raum. Da hat man mir alles abgenommen, meine Kleidung, alles. Und dann hat man mir die Haare geschert. Die waren so glatt wie meine Hand. Als das Haar so runterfiel, das hat mir wehgetan. Die Mami, Oma, die hat immer gesagt, ihr habt so schöne Haare. Und wenn die Kinder uns geschlagen haben und geuzt haben und alles Mögliche uns nachgerufen haben, da sind wir immer zu der Mami, die war immer. Und haben gesagt, warum macht das? Und ihr seid schöner als die, deswegen machen die das. Ihr habt so schöne Haare und seid schöner. Ich habe das geglaubt. Und als das Haar dann so runterfiel und dann. Und die Aufseherin hat mit ihren Stiefeln mein Haar so weggeschubst, als wäre es Dreck. Also eine Frau war das? Eine Aufseherin? Das war die Aufseherin, Ja. SS-Frau. Und die hat das Haar so weggeschnipst. Und da habe ich dann laut gesagt, das muss so wegrutschen. Ja, Mami, das ist die Schönheit, hier liegt sie. Aber mit Weinen habe ich das gesagt, gell? Und Ja. dann musste ich in einen anderen Raum. Ich habe mir dann diese Nummer hier tätowiert. Ja. Die wollte ich wegmachen lassen, weil ich da viele schlechte Erfahrungen gemacht habe mit. Und da hat die Krankenkasse gesagt, das war gleich in 46, hat die Krankenkasse gesagt, die bezahlt das nicht, das wäre Schönheitsoperation. Als ob sie sich das freiwillig gemacht hätten, ne? Ja, Schönheitsoperation. Ja.